Ja, herzlich willkommen zum 13. Außenwirtschaftstag hier in Thüringen. Heute sind wir als Landesbank Hessen Thüringen mit unserem Kompetenzcenter Thüringen vertreten. Und im Ausstellerforum treffen Sie meine Kollegin Alexandra Fleckenstein. Gerne möchten wir uns aber jetzt mit meiner Expertin und Research-Kollegin Barbara Bahadori sowie Ralf Schuster den Fragen widmen, was erwartet Thüringen, insbesondere in Bezug auf die Wirtschaft, und welche politischen und geopolitischen Herausforderungen leiten sich daraus ab. Gerne möchte ich beginnen mit dir, liebe Barbara, und die Frage stellen, was zeichnet Thüringen aus? In Thüringen gibt es ganz viele hervorragende Unternehmen, die zusammen eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur ergeben. Allen ist eigentlich gemeinsam, dass bei ihnen Technologie eine große Rolle spielt, entweder bei den Herstellungsverfahren oder auch bei den Produkten selbst, die dann einen sehr hohen Technologieanteil aufweisen. Ja, und was bedeutet das für die Thüringer Außenwirtschaft? Die Produkte Made in Thüringen sind international gefragt. Inzwischen erwirtschaftet die Thüringer Industrie fast 40% ihrer Umsätze im Ausland. Bei manchen Branchen ist der Anteil sogar noch höher. Und es gibt auch viele Produkte, die dann an andere deutsche Hersteller geliefert werden, dort verbaut und dann exportiert werden. Also Thüringen ist ein ganz aktiver Teilnehmer in der Globalisierung und profitiert von ihr erheblich. Und wie sieht die Position der Thüringer Wirtschaft in der Weltwirtschaft aus? Thüringer Produkte werden inzwischen in 200 von 240 Ländern der Welt geliefert. Aber es gibt eben auch besondere Beziehungen, und zwar nach Osteuropa. Dort gehen immerhin 24% der Exporte hin, während es im gesamtdeutschen Durchschnitt nur 18% sind. Kannst du uns noch zum Abschluss ein kurzes Statement für die Wachstumsperspektiven von Thüringen in einem nicht einfachen Jahr 2021 geben? Wir hoffen ja alle, dass die Lockdown-Situation im ersten Quartal abgeschlossen wird. Wenn das so ist, dann könnte Thüringen ein Wachstum erreichen von 3-4% und die Industrie dürfte dort sogar noch etwas stärker wachsen. Ja, das Thema Osteuropa und Geopolitik, das leitet mich jetzt auch über zu meinem Kollegen Ralf Schuster. Und ich möchte dir, lieber Ralf, jetzt gerne die Frage stellen, welche geopolitischen Herausforderungen erwartet denn Thüringen, insbesondere mit Blick auf die osteuropäische Lage auch? Hallo Bianca. Tatsächlich wird der Handelskrieg zwischen den USA und China sich auch unter der Regierung Biden nicht entschärfen. Aber anders als im Kalten Krieg führt China diesen Kampf mit wirtschaftlichen Mitteln. Die chinesische Seidenstraße ist ein Megaprojekt, in dem Billionen investiert werden. Und das vor allem in die Infrastruktur in Eurasien. Schienen und Straßen sind die neuen Lebensadern, die den asiatisch-europäischen Handel hier befördern. Und erstmals bekommen damit auch Binnenländer die Chance einer überproportionalen wirtschaftlichen Entwicklung. Und das fördert vor allem die Entwicklung in den osteuropäischen Staaten. Und hier, das haben wir schon gehört, ist Thüringen traditionell gut aufgestellt. Osteuropa wird sich in meiner Wertung der geopolitischen Lage auch wirtschaftlich schneller erholen als ihre westeuropäischen Pendants. Und die zentralen Treiber werden hier sein: Logistik, Digitalisierung, generelle Wertschöpfung. Und wenn Thüringen klug aufgestellt von diesen Entwicklungen seiner Nachbarn profitiert, und davon bin ich überzeugt, kann Thüringen an dieser geopolitischen Lage teilhaben. Ja, Ralf, vielen Dank. Das sind ja echt tolle Aussichten und Stichwort Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, das hat Thüringen schon öfters bewiesen und das wissen wir. Das wissen wir insbesondere auch als die Heimatlandesbank, Landesbank Hessen-Thüringen. Exportgeschäft, Außenwirtschaft gewinnt an Bedeutung. Die Themen sind da. Wir vom KC Thüringen sind mit den lokalen Sparkassen gerne Ihre Ansprechpartner. Schauen Sie bei uns vorbei und sprechen Sie meine Kolleginnen Alexandra Fleckenstein und Martina Kolitzi an.